Guten Morgen. Zwischen Ihnen und Ihrem Lunch bin nur noch ich mit meinen 20 Minuten. Ich bemühe mich, die Zeit einzuhalten. Ich möchte Ihnen heute berichten über Ökolabel und grünen öffentlichen Einkauf im Bereich der Straßenmarkierung. Gliedern tut sich der Vortrag entlang der Fragen Nachhaltigkeit. Ist das jetzt eine neue Anforderung, die wir uns als Industrie stellen müssen? Im zweiten Teil möchte ich beleuchten, was sind eigentlich nachhaltige Straßenmarkierungen, und im dritten Teil dann diskutieren, wie solche nachhaltigen Straßenmarkierungen durch Ecolabels oder Green Public Procurement, im folgenden GPP kurz genannt, befördert werden. Ja, zur ersten Frage, Nachhaltigkeit, Bedeutung. Weltweit ist der ressourcenschonende Umgang eine der Zielstellungen. UN hat in ihrem Resource Efficiency Programm die Förderung von nachhaltigem Ressourcenmanagement in Lebenszyklusperspektive als Ziel ausgegeben. Ecolabel und grüner öffentlicher Einkauf, neuhochdeutsch kurz GPP genannt, das sind freiwillige Werkzeuge, Möglichkeiten, wie man so eine grüne Ökonomie implementieren kann. Beispiele für die Durchschlagskraft solcher Schemata. Beispielsweise blicken wir in die EU. Da hat man in 2009 und 2010 230.000 öffentliche Ausschreibungen analysiert aus 10 Sektoren, für die damals solche grünen Einkaufskriterien vereinbart waren. Es ging dabei um fast 120 Milliarden Euro Auftragsvolumen. Festgestellt, dass in immerhin 25% aller Ausschreibungen sämtliche Kriterien, GPP-Kriterien verankert waren. Und 50% wenigstens eins der Kriterien. Aber natürlich, wie wir alle wissen, die Mehrzahl der Befragten hat geantwortet, dass der Anschaffungspreis immer noch das bedeutendste Kriterium für die Kaufentscheidung war. Das ist kein Phänomen, das nur etwa hier in Europa eine Rolle spielt. Auch in anderen Teilen der Welt findet man solche Bestrebungen hin zur grünen Ökonomie. Hier ein Beispiel für die Anwendung einer sogenannten Score-Methode. In China werden Ausschreibungen bewertet anhand so einem Punktesystem. Maximal 100 Punkte sind erreichbar. Das preisgünstigste Angebot kann 40 Punkte erhalten. Preis ist also auch hier eines der Hauptkriterien. Aber technische Spezifikationen, inwieweit die erfüllt werden, schlagen mit maximal 22 Punkten zu Buche. Und davon werden immerhin zwei als Bonus vergeben, wenn da grüne Produkte verwendet werden. Waren vor in 2010 noch 10 Sektoren in der EU mit GPP-Kriterien versehen, so sind es heute schon 20 Industriesektoren. Man sieht, es gewinnt immer mehr an Bedeutung. Preis, Kosten sind natürlich immer noch eine dominante Entscheidungskriterium, aber grüne Einkaufskriterien bieten eine Möglichkeit, sich am Markt zu differenzieren. Abgrenzung zwischen Ecolabel und grünen Einkaufskriterien. Ein Ecolabel dient dazu, die Produkte zu promoten, die die geringsten Umweltauswirkungen bieten. Man möchte also die Top 20% der Produkte am Markt auszeichnen, die die geringsten Umweltauswirkungen haben. Der Vorteil des Ecolabels ist, es wird von einer unabhängigen Instanz, in Deutschland Blauer Engel, Vergabe durch RAL, werden die Kriterien überprüft. GPP-Kriterien bieten dem Ausschreiber die Möglichkeit, nachhaltige Produkte zu spezifizieren. Er hat aber auch die Aufgabe, die Kriterien selbst zu überprüfen. Nun ist es natürlich von Vorteil, wenn es einen Ecolabel gibt, was unter gleichen Kriterien vergeben wird, dann dient das Ecolabel als Nachweis der Konformität. Es erleichtert also die Diskussion mit dem Einkäufer, ob wir nun ein Produkt haben, das die Kriterien erfüllt oder nicht. Ja, woher kommen solche Kriterien?
Ja, die sind zum einen natürlich basierend auf Standards, Regularien, die in der Region vorhanden sind. Wichtig, wir wollen hier über Lebenszyklus die Auswirkungen der Produkte betrachten, also Ökobilanzen sollen berücksichtigt werden. Kostenaspekte auf Lebenszyklusbasis, man soll also auch Unterhalt beispielsweise betrachten. Ja, und man orientiert sich natürlich an existierenden Labels. Da besteht natürlich die Gefahr für uns als Markierungssektor, der doch etwas exotisch ist, aber auf den ersten Blick sehr ähnlich einer Dekorationsfarbe. Aber es ist natürlich kritisch, wenn Kriterien aus dem Deco-Paint-Bereich für Straßenmarkierung herangezogen werden. Dagegen müssen wir uns abgrenzen und informieren über die besonderen Anforderungen, die die Markierung an die Markierungsmaterialien gestellt werden. Und da ist es mitnichten so, dass eine Lösungsmittelfarbe, emissionsarme, schadstofffreie Wandfarbe ist mitnichten geeignet, eine nachhaltige Straßenmarkierung zu liefern, wie wir alle wissen. Das weiß man aber am grünen Tisch nicht. Das ist unsere Aufgabe, diese Information zu liefern. Also, das führt uns zur Frage, was ist eigentlich nachhaltige Markierung? Für die Markierung bedeutet, dass das vier Aspekte in Einklang gebracht werden müssen. Eine nachhaltige Markierung muss zuallererst Straßensicherheit bieten. Wir haben hier einige Vorträge gehört, die belegen, welche Bedeutung Markierung für die Verkehrssicherheit hat. Ökobilanzen sollen möglichst günstig sein für ein nachhaltiges Markierungssystem. Es soll kosteneffizient und zwar inklusive Unterhaltungskosten sein. Natürlich mit geringen Risiken für die Verarbeiter und die Straßennutzer verarbeitet werden können. Diese vier Aspekte in Kürze betrachtet, Straßensicherheit, die Bedeutung haben wir in den Vorträgen gehört. Wir müssen uns klar machen, dass die klimatischen Bedingungen, die Einsatzbedingungen für Straßenmarkierung extrem variieren. Wir haben klimatische Extreme hier dargestellt in unseren Breiten, Herausforderungen, beispielsweise Nässe, also Nachtsichtbarkeit bei Nässe ist eines unserer Hauptanliegen, aber auch ja, Winterdiensttauglichkeit ist eine der Anforderungen. Und da haben sich besondere Markierungslösungen, eben besondere Markierungssysteme entwickelt, dickschichtige, strukturierte Systeme beispielsweise, die sich deutlich von der Dekorationsfarbe abheben. Das gilt es herauszustellen. Man sieht hier beispielsweise an der rechten Seite Ergebnisse einer Testverlegung auf dem Testfeld im Harz von der Kaltplastikstrukturmarkierung. Man sieht sehr schön, selbst nach 5 Jahren ist die Struktur und die Glasperlen noch vorhanden. Man hat noch die Funktionalität einer Typ-2-Markierung, also sichtbar bei Nacht und Nässe. Das ist eine Performance, die keine flache Markierungssysteme und eine Farbe einfach nicht leistet. Keines der Systeme überlebt ja mehr oder weniger den ersten Winterdiensteinsatz, den ersten Winterperiode. Selbst nach 8 Jahren erfüllt die noch einen Typ 1 Charakter. Das sind also Eigenschaften, die man mit einer flachen Markierung, Dünnschichtmarkierung nicht erzielen kann. Man erhält zusätzlich durch die Textur noch ein akustisches Warnsignal, je nach Ausprägung, das Abkommen von der Spur verhindern kann. Solche Systeme sollen natürlich in grünen Einkaufsvorschriften nicht diskriminiert werden. Wir brauchen die für die Verkehrssicherheit. Andere Voraussetzungen in ganz anderen Klimazonen. Heiße, trockene Klimata, beispielsweise in Dubai, vorherrschen, führen dazu, dass insbesondere in Städten mit hoher Verkehrsdichte Markierungen binnen weniger Tage erblinden durch den Schmutz. Dauerhaft erblinden, also nicht sichtbar sind. Lösung bietet hier Kaltplastik mit einer Anti-Blackening-Ausstattung. Es ist das einzige System, das hier beispielsweise in diesem Klimazone über ein halbes Jahr ist das Bild alt, nach der Verlegung im Frühsommer verlegt, kurz vor der Hitzeperiode, parallel zu einer Thermoplastik, eine Kaltplastik. Sie sehen hier selbst nach einem halben Jahr, beginnt die Thermoplastik hier schon zu verschleißen. Sie ist auch verschmutzt, während das hier noch gut sichtbar ist. Also die Frage der Dauerhaftigkeit ist eine der entscheidenden in der Markierung. Da müssen solche Kriterien drauf abstimmen aus unserer Sicht.
Technologie zur Applikation von Anti-Blackening-Kalkplastik ist im Hause Hoffmann verfügbar. Ja, Umweltaspekte, Ökobilanzen sind da zu betrachten. Carbon Footprint haben wir im Vorredner schon gehört. Das ist eine der Umweltauswirkungen, der populärsten. Die ist ein Maß für die globale Erwärmung. Auch hier hat Evonik eine Studie durchgeführt, alle vier wesentlichen Markierungssysteme verglichen. Ich habe hier am Hoffmann-Tag in 2012 darüber berichtet, nur kurz daran erinnert, Vergleich Carbon Footprint einer Kaltspritzplastik im Vergleich zu einer Lösemittelfarbe deutlich vermindert. Woran liegt das? Eine Kaltspritzplastik lebt etwa zwei bis dreimal länger, bietet zwei bis dreimal länger beispielsweise Typ-2-Funktionalität auf einer typischen Bundesstraße, als dies für eine Lösemittelfarbe möglich ist, die alljährlich erneuert werden muss. Das heißt, ich habe wesentlich weniger Materialaufwand und Glasperlaufwand, damit auch weniger Umweltauswirkungen. Nun ist das aber nur eine der Umweltauswirkungen. Insgesamt wurden damals 8 Auswirkungen in der Studie beobachtet. Das Problem ist dann, wie konsolidieren wir über all diese Umweltauswirkungen? Wie soll man das priorisieren? Da gibt es neue Entwicklungen. Druckkost heißt die Methode. Dort wird die Umweltauswirkung bepreist sozusagen. Es ist der Preis, den die Allgemeinheit für diese Umweltauswirkung zahlt. Beispielsweise Carbon Footprint wirkt sich in globaler Erwärmung aus, das führt zu Ernteeinbußen. Die kann man abschätzen und beziffern. VOC-Emissionen führen zu Sommersmog-Generierung, also Ozonbildung, das ist dieser Parameter, führt zu Atemwegsreizung, also Gesundheitsausgaben. So kann man eine Konsolidierung über alle Auswirkungen bilden. Man sieht das auch hier, das dauerhaften System, diejenigen sind, die geringsten Auswirkungen haben. Bemerkenswert auch, dass durchaus erhebliche Potenziale auch zur Verbesserung gegeben sind, wenn man beispielsweise bei den Lösemitteln, günstige Lösemittel wie Aceton auswählt. Ist auch einer der Gründe, warum Aceton beispielsweise in den USA nicht als VOC gilt. Also für die Zukunft könnten GPP-Systeme hier Anreize bieten. Lebenszykluskosten, auch das haben die Vorredner schon erwähnt. Langlebige Systeme mit hoher Leistung, hoher Funktionalität sind zwar auch bezogen auf die Erstanschaffung deutlich teurer, hier eine einfache Farbe im Vergleich zu einer Kaltplastikstruktur. Deutlich teurer in der Anschaffung, aber die Farbe muss sich jedes Jahr wieder aufbringen. Eine Kaltplastik lebt mindestens 4 bis 5 Mal so lange eine Kaltplastikstruktur, sodass ich über einen Zeitraum von 10 Jahren unter Berücksichtigung der Unterhaltskosten die günstigere Lösung habe, dabei eine wesentlich höhere Funktionalität geboten bekomme. Das kann man noch mit einer geschickten Auffrischungstechnologie, Dünnschicht-Kaltspritzplastik kombinieren und spart dann erheblich Kosten. Also auch solche dickschichtigen Systeme bieten erhebliche Kosteneinsparungen ohne Verlust an Sicherheitseigenschaften. Gesundheitsaspekte spielen auch eine Rolle in diesen Betrachtungen, haben wir uns klar zu machen. Zunächst die Gefährdung beim Umgang oder bei der Verlegung von Markierungsmaterialien resultieren aus den Emissionen und den aktuellen Expositionen. Man kann sie nicht allein aus der Betrachtung des Sicherheitsdatenblatts ableiten. Eine Thermoplastik ist zwar kein Gefahrgut bei Lagerung, aber sie wird bei 200 Grad etwa verarbeitet und hat entsprechende Risiken. Das größte Risiko allerdings für die Markierer ist die Tatsache, dass sie im Verkehr arbeiten. Solche Situationen. Auch hier leisten wieder hochwertige, langlebige Systeme auf natürliche Weise einen Beitrag. Ich muss einfach wesentlich weniger Unterhaltsmarkierungen aufbringen, wesentlich weniger Personalhäufigkeit auf der Straße. Ja, wie findet man das alles, diese Gedanken wieder in Ecolabeln? Was gibt es an Ecolabel in Frankreich bereits seit 2001 von NF Environnement? Ein Ecolabel für Straßenmarkierung,
das im Wesentlichen auf den VOC-Gehalt und die Klassifizierung des Produktes im Auslieferungszustand von der Farbfabrik abzielt. Ne? Man sieht hier die Kriterien, ausschließlich Kriterien an das Material. Es gibt keine Kriterien an die Dauerhaftigkeit in diesem Label. Man konzentriert sich hier auf den VOC-Gehalt, limitiert den Gebrauch von Gefahrstoffen. Das ist allerdings so umfangreich, dass selbst Wasserfarben Ausnahme benötigen, um den Anforderungen zu genügen, häufig. Die Produkte sollen nicht klassifiziert sein ab Werkstor, was dann zum Beispiel dazu führt, dass Reaktivsysteme wie eine Kaltplastik aus nicht umweltfreundlich im Sinne dieses Labels sind. Obwohl die Gefahrenmomente, das muss man sich verdeutlichen, des flüssigen Kaltplastikmaterials aus dem MMA beispielsweise resultieren, das zwar gelabelt ist, aber im Zuge der Applikation chemisch umgewandelt wird. Das ist anders als eine Farbe, die trocknet und Lösemittel emittiert, deren Gefahrenmomente dann eben in der Atmosphäre noch vorhanden sind. Hier wird das MMA in ein festes Polymer eingebaut. Die Gefahren sind damit nicht mehr vorhanden in der fertigen Markierung. Lediglich Verluste bei der Applikation, also Emissionen, bilden Gefahrenmomente, aber die Emissionen bei der Kaltplastik sind sehr, sehr, sehr gering. Ja, nicht vorhanden sein von Gefahren bedeutet, wie gesagt, nicht, dass so eine Verarbeitung des Materials mit keinen Gefahren verbunden ist. Bedeutet auch nicht, dass es zu keinen Emissionen im Zuge der Anwendung kommt. Kaltplastik wird heiß verarbeitet und da gibt es durchaus Emissionen. Ja, weitere Größen, die in solchen Eco-Labels reguliert werden. Titandioxid hat sehr große Umweltauswirkungen in seiner Herstellung. Das heißt, die Minimierung des Titandioxidverbrauchs ist ein Anliegen durchaus. Man muss sich aber eben klar sein, dass beispielsweise Profilmarkierungen, die eine sehr hohe Warnwirkung haben, auch mit einem sehr hohen spezifischen Titandioxidverbrauch einhergehen. Wir können den Titandioxidgehalt in unseren Massen nicht einfach herabsetzen. Die Sichtbarkeit, die Nachtsichtbarkeit bindet uns da. Ja, das ist so, sind so die Problematiken. Anderes Beispiel ist hier ein Eco-Label aus Brasilien. Hier wird abgestellt auf die VOC-Emissionen. Ja, auf den ersten Blick gleich, aber hier wird tatsächlich eine Messung der Emissionen durchgeführt und nicht auf den Gehalt im Farbtopf abgestellt. Es ist auch eine Anforderung an die Dauerhaftigkeit gegeben, indem man einen Rundlaufprüftest gemäß der EN 13197 fordert und also ein gewisses Performance- bis ein Qualitätsniveau auch nach Verschleiß fordert. Wie üblich auch Gefahrstoffe sind ein Thema. Natürlich müssen wir uns der Reduktion stellen, wo immer möglich. Verpackungsabfälle, Energie- und Wassereffizienz sind dort auf der Agenda. Ähnliches Label findet man in China, allerdings für Rohstoffe, für Markierungsmittel. Ja, man sieht, Beispiele für Markierung gibt es durchaus. Solche Anforderungen könnte man in Ausschreibungen schreiben. Ja, ich hatte gehofft, wir können über das ECHO, die GPP-Kriterien der EU berichten, aber wie so vieles in der EU, ja, wenn wir uns in 16 Bundesländern nicht einig werden, können wir nicht erwarten, dass wir auf EU-Ebene deutlich schneller vorankommen. Auch dort seit drei Jahren nunmehr arbeitet man an spezifischen Kriterien für Markierung. Man sieht, die üblichen Anliegen sind adressiert. VOC-Emissionen, Klassifizierung der Produkte, gefährliche Inhaltsstoffe, Titandioxid, Abfälle und auch Dauerhaftigkeit. Leider bis dato noch in der Abstimmung, Ausgang ist ungewiss. Somit möchte ich schließen mit folgenden Bemerkungen. GPP-Kriterien bieten durchaus eine Chance, Leistungsfähigkeit, Dauerhaftigkeit und Qualität zu befördern. Es muss dann bei der Entwicklung der Kriterien aber auch auf die Anwendung und vor allen Dingen auf den Gebrauchszustand abgestellt werden und nicht alleine das Gefahrstofflabel der Markierungsmasse angeschaut werden. Kompromisse bezüglich Verkehrssicherheit,
dürfen da gar nicht gemacht werden. Man muss also bei den Kriterien formulieren darauf achten, dass Hochsysteme, die Sicherheit bieten, auch befördert werden. Auf wissenschaftlicher Basis müssen die Daten, die Kriterien abgeleitet werden, auf Basis von Ökobilanzen, Lebenszyklusanalysen und Lifecycle Costs. Das heißt, Unterhalt muss berücksichtigt werden. Wenn man über Gefahren diskutiert, muss man die tatsächlichen Emissionen und die Exposition diskutieren. Man wird feststellen, dass Dauerhaftigkeit das zentrale, der zentrale Parameter ist, den es gilt zu befördern, wenn man der Umwelt und den Nutzern einen Gefallen tun will. Damit möchte ich schließen. Vielen Dank.